schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei uns bei Cara in Lorch. Schön seht ihr aus. Ihr seid unser zweites Publikum seit Oktober 2020. Ihr seid wunderschön. Und ich weiß nicht, wer von euch war denn auch seit letztem Jahr Oktober nicht mehr auf einer Kulturveranstaltung. Sind da noch erst... Toll, wunderbar. Danke, dass ihr euch rausgetraut habt. Das erklärt, dass ihr noch so ein bisschen verhalten seid in der Reaktion. Ihr dürft mitklatschen. Dabei wirbelt man vielleicht Aerosole auf, aber die gehen hier nach oben weg. Das ist okay. Und ihr dürft nachher auch mitsingen. Also auch das ist erlaubt. Unter freiem Himmel ist das kein Problem. Also auch wenn es einem komisch vorkommt, weil man das jetzt so lange nicht gemacht hat, das darf man wieder machen und wir versuchen es einfach heute Abend. Wir versuchen mal eine kleine Blase uns zu schaffen, in der die Welt für heute Abend, für wenige Minuten, Stunden gemeinsam in Ordnung ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sind. Es war ein Balanceakt, es hing am seidenen Faden, dass alles geklappt hat. Wir haben Kim aus Schottland eingeflogen und das war bis zuletzt nicht ganz klar, ob das alles klappt, aber sie ist hier. Sich unser Dudelsackspieler die Daumensehne durchtrennt. Das ist nicht der, der da sitzt, sonst würde er nämlich nicht da sitzen, sondern der musste zu Hause bleiben, der wurde operiert und muss tatsächlich jetzt pausieren und darf 12 Wochen lang nicht spielen. Aber der Simon hat sich das Programm innerhalb von einer Woche drauf geschafft und spielt hier für euch heute. Wir haben angefangen mit einem Stück, das habe ich geschrieben, nachdem wir in England auf Tour waren, in der guten alten Zeit. Und das habe ich dem englischen Wetter gewidmet, diese Suite, die heißt There Will Be Fog. Und das nächste Stück hat einen Bezug auch zu England. Das ist nämlich ein Lied, was im Jahre 1650 zum ersten Mal aufgezeichnet wurde in London. Und damals wurde die Geschichte unter dem Titel A Warning for All Married Women verbreitet. Und sie handelt natürlich auch von einer verheirateten Frau, die ist jung und schön und hat einen Mann, der ist Zimmermann, also ein ehrbarer Handwerker. Sie hat 3 süße Kinder mit ihm zusammen und den beiden geht es eigentlich gut. Und dann taucht ein Typ auf, den sie früher mal sehr sexy fand. Und er schwärmt ihr vor, dass er mittlerweile in Italien wohnt und das Wetter ist dort immer schön, viel besser als in London mit dem ewigen Nebel und so. Und ob sie nicht mitkommen will mit ihm nach Italien, er hätte da ein Schiff im Hafen und so, würde dann morgen auslaufen. Und sie überlegt kurz und sagt dann, okay, verlässt ihren Mann, verlässt ihre 3 Kinder und geht mit diesem Liebhaber auf das Schiff. Dummerweise entpuppt er sich während der Seereise als der Teufel höchstpersönlich, der sie zur Strafe für diese Missetat direkt mitsamt dem Schiff mit hinab in die Hölle zieht. Das Ganze ist dann später bekannt geworden unter dem Titel The House Carpenter. Bob Dylan hat es auch schon gesungen. Hier ist unsere Version für euch. Thank you.